Ah, wir haben was. Frachtschiffanzeige. Der 30 Tonner Titania kann geheuert werden. Es ist zum Transport und zum Forschungszweck unter Wasser ausgerüstet. Die Kosten belaufen sich auf 70 Patronen pro Woche oder den entsprechenden Gegenwert. Interessen wenden sich für die vertraglichen Details bitte an Kapitän Jeremy Sanders. Anlegestelle 3, Hafen von Oakmont, Bezirk Grimhaven Bay. Okay. Das ist doch schon mal was. Frachtschiffanzeige. Auf jeden Fall neu. Braucht man das Archiv auch nicht mehr. Mal auf die Karte. Die Anzeige aus der Zeitung finden. Das müssten wir ja jetzt gemacht haben. Eigentlich müsste ja jetzt so ein gelber Hinweis sein, dass wir das schon gelöst haben, oder? Können wir ja mal hier gucken, was das hier ist. Aber wo ist eigentlich der Hafen? Das wäre auch nochmal interessant. Grimhaven Bay. Hafen von Oakmont. Nummer Anlegestelle 3, ne? Frachtschiffanzeige. Brauchen wir da lange, um dahin zu laufen? Auf jeden Fall. Ist hier eine Wasserstraße? Vielleicht gibt es ja auch irgendwo. Ach, hier gibt es auch ein Boot. Okay, dann sind wir gar nicht so weit weg vom Boot. Das heißt, wir laufen mal rechts lang. Dann fahren wir da mal hin zur Grimhaven Bay. Hier lang. Und dann müssen wir jetzt mal links. So richtig so, ne? Ja. Und dann auf jeden Fall ganz scharf nach rechts. Sorry, ich muss öfter mal auf die Karte gucken. Das sollte aber nicht das Problem sein. Wir müssten jetzt mal aus nächste links dann. Wäre das hier richtig? Kommen wir von da aus dahin? Das müsste theoretisch gehen. Neuen Ort gefunden, das ist auch schön. So, und wir müssen jetzt quasi hier runter, ja. Dann wäre es wahrscheinlich geschickter, man würde mit dem Boot hier ranfahren und hier dann laufen, weil da ist dann kein Wasser. Laufen wir nochmal zurück zum Boot. Und dann nach links.
das sieht gut aus, ja. Ist richtig? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Sind jetzt hier und müssen da runter. Dass die nächste links dann laufen. Wenn das immer so einfach geht, das ist natürlich die Frage, wenn da jetzt keine Straße angezeigt wird. Okay, sind wir auch viele Fischer unterwegs. Genau, hier laufen wir richtig. Ich glaube, hier waren wir hier. Das kann sogar sein, dass wir hier vorhin waren, weil wir waren ja irgendwie am Hafen und da sind wir ja auch gelandet. Mit unserem Schiff, oder besser gesagt, haben da angelegt. So, und jetzt sind wir da und müssen eigentlich nur noch geradeaus. Ich hoffe, da gibt es einen direkten Durchgang. Sogar. Oh, wir sind sogar schon auf der Straße. Da müssen wir hin. Fisk! Frischer Fisk! Gerade erst ins Ich hoffe, der Hinweis bringt uns ein bisschen was. Und es muss jetzt hier die Anlegestelle 3 sein. Die Tür gibt nicht nach. Okay, hier ist zu. Aber vielleicht kommen wir ja direkt irgendwie ans Wasser. Hier am Hafen irgendwas rausfinden. Ist das jetzt die Anlegestelle 3? Das ist 2. Nee, da müssen wir da lang. Links rum. Okay, die ist aber zerstört hier. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Weg hin. Kann natürlich sein. Okay, hier steht ja auch 2. Steht es von der Seite auch dran? Ja, okay. Ne. Müssen wir einfach nur noch 3 suchen. Müsste das ja hier sein. Zwei ist auf jeden Fall ausgeschildert, die 3 irgendwie nicht. Doch, da. Ah. Alles klar. Grauen sei Dank. Endlich. Hey, Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Kreaturen aus dem Meer. Auf der Anlegestelle. Hab mich hier versteckt. Aber die Wände werden sie nicht aufhalten können. Bitte helfen Sie mir. Was für Kreaturen? Wovon reden Sie? Wild Beaster. Sie sind wegen dem Blut gekommen. Sie fressen die Toten. Ich suche Kapitän Sanders.
Ist er hier am Hafen? Haben diese Kreaturen ihn erwischt? Ich habe Sanders gesehen. Helfen Sie mir. Dann sage ich Ihnen, was ich weiß. Okay. Meereskreaturen am Hafen. Brücke für weitere Hinweise. In der Fallmappe findest du deinen Hauptfall, der einen Spielfortschritt in der Geschichte widerspiegelt. Du kannst an mehreren Nebenfällen gleichzeitig arbeiten. Neben einzelnen Fällen findest du Informationen zu deinen Ermittlungen in Form von Hinweisen. Manche Hinweise sind mit einem Symbol versehen, das Aufschluss darauf gibt, was du zu tun ist. Dialog, in den Archiven recherchieren, Gegenstand benutzen, Ort untersuchen, Foto machen. Ah, okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Gehen wir dann mal weiter rauf. Wieder sicher, okay. Das war aber einfach. Das waren ja nur zwei. Wir haben mit ihm mal reden hier. Ihm sagen, dass der Hafen wieder sicher ist. Die Kreaturen sind erledigt. Und jetzt erzählen Sie mir von Sanders. Er ist vor ein paar Stunden zurückgekommen. Diese Dinger, sie sind wegen ihm aufgetaucht. Was ist auf der Titania passiert? Es war schrecklich. Ein Massaker. Hab Schüsse gehört und bin nach draußen. Und da habe ich alles gesehen. Blutende, sterbende Seeleute. Das Blut ist ins Wasser gelaufen und dann... Dann sind die Wild Beaster gekommen. Dieser Sanders. Was für ein Mensch ist er? Ein Neuankömmling. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Ein fähiger Kapitän, der seine Mannschaft gut behandelt. Ich muss Sanders finden. Wo ist er? Hab ihn weglaufen sehen. Gleich nach der Schießerei. Bin zur Anlegestelle. Aber hab dann nicht gesehen, wo er hin ist. Haben Sie sonst noch jemanden von der Expedition gesehen? Nö. Nur Sanders. Ich wette, außer ihm hat es keiner zurückgeschafft. Okay, das sind ja keine guten Aussichten. Schauen wir mal, ob wir da noch was finden. So, Freunde, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendeinen Hinweis finden. Ja, hier ist noch eine Kiste. Patronenhülsen haben wir gefunden, sehr gut. Die Monster haben nicht viel übrig gelassen. Das stimmt allerdings. Ihn hat's gleich mit zwei Äxten so, zerlegt. So etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Okay, wir setzen uns mal eine Spritze. Sehr gut. So etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Ja, in der Tat. Hier gibt es noch ein paar Blutspuren. Da haben einige Leute ganz schön gebechert. Okay, die haben natürlich ordentlich gefeiert und getrunken. Das ist aber nicht dramatisch, das gehört zum Leben dazu. Da geht's nicht runter.
Wir mal rein, ob wir hier was finden. Im Grunde genommen können wir ja manche Stories auch wiederherstellen und dann ein bisschen in die Vergangenheit gucken, aber irgendwie... Diese Statuette würde sich in jeder verschrobenen Sammlung gut machen. Diese Statuette würde sich in jeder verschrobenen Sammlung gut machen. So, Zeichen... Nee, Zeit, Charaktervertrag. Ich, Kapitän Jeremy Sanders, verpflichte mich hiermit dazu, alle Teilnehmer von Robert Throckmortons Expedition sowie in der beiliegenden Ladeliste aufgeführten Fracht an Bord meines Schiffes Titania zu nehmen und die Expedition bei Tiefenmessungen und Tauchgängen zu Unterwasserforschungszwecken bzw. für Beobachtungen der Meeresfauna zu unterstützen. Die aufgeführten Dienstleistungen werden an vertraulichen Stellen in Code Bay erbracht. Anschließend übernimmt die Titania den Transport aller Expeditionsteilnehmer zum Hafen von Oakmont. Der Lohn beträgt 70 Patronen. Auch interessant. Zeitchartervertrag. Cape Cod. Da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. Mist, schade. Naja. Hier geht's ja nicht rein, ne? Mal gucken, hier im Boot sind ja auch noch Leichen, ne? Oder? Erschossen. Aus nächster Nähe. Oh, merkwürdig. Nicht auch seltsam, weil Monster erschießt doch niemand. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Patronenhülsen haben wir gefunden. Das ist sehr nice. Ja, das reicht, glaube ich, noch nicht. Ist das komische Boot? Eine Art Hausboot oder was das ist? Hier können wir die Geschichte nachstellen. Ins Meer mit dir! Stirb! Stirb!
mehr zu saufen? Nach allem, was wir gesehen haben? Sagst du, dass wir keinen Rum mehr kriegen? Es scheint keine Geschichte zu geben. Ich sah 1, 2 und dann müsste das da hinten die 3 sein, oder? Du kannst mich nicht umbringen! Nimm das! Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. So, dann würde ich sagen, das ist hier Nummer 1. Mehr zu saufen? Nach allem, was wir gesehen haben? Da würde ich sagen, das ist die Nummer 2 und das andere wird die Nummer 3 sein. Stirb! Stirb! Du kannst mich nicht umbringen! Nimm das! Aus irgendeinem Grund ist die Mannschaft durchgedreht. Nur einer ist entkommen. Okay, super. Dann haben wir das auch gefunden. Alle Hinweise gefunden und aufgedeckt. Prima. Gedankenspiele. Okay, dann gehen wir mal in die Gedankenspiele rein. Verbrannte Dokumente der Expedition. Kapitän Sanders verletzt. Der Hafenmeister sah, wie Kapitän Sanders die Anlegestelle verließ. Der einzige Überlebende Kampfhandlungen an der Anlegestelle 3 in der Grim Hafen Bay ist ein Mann, der nur schwer an Schulter verletzt ist. Kapitän Sanders ist der letzte verletzte Mann und versucht nun sicher medizinische Hilfe zu bekommen. Verwundeter Seemann? Das passt nicht zusammen. Verbrannte Dokumente. Ins Motor vermüsteten das Hauptquartier der Expedition. Sie verbrannten das Archiv, um selbst die Zeitungen. Das können wir nicht kombinieren. Vielleicht kann er uns hier noch mal ein bisschen was sagen. Das Meer ist dieser Tage verflucht. Alle Hinweise gefunden, das ist schon mal sehr gut. Die sehen auch ein bisschen seltsam aus, die Viecher. Gehen wir mal in die Fallmappe rein. So, wir haben jetzt Kapitän Sanders verletzt, haben wir Zeitchartervertrag. Warum sage ich mal Charakter? Der 30 Tonner Titania kann geheuert werden, als Transport- und Forschungszweck. Okay. Das Archiv im Hauptquartier der Expedition wurde zwar verwüstet, aber dennoch gibt es Hinweise. Das sind auch alles noch kleine Nebenmissionen.
Der Hafenmeister sah, wie Kapitän Sanders die Anlegestelle verließ. Der einzige Überlebende der Kampfhandlung an der Anlegestelle 3 in den Grimmer Bay ist der Mann, der nun schwer an der Schulter verletzt ist. Kapitän Sanders ist der verletzte Mann und versucht, sicher medizinische Hilfe zu bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, geht man jetzt zu Throckmorton oder hat man da irgendwas anderes, was aufgedeckt werden muss? Aber ich bin der Meinung, wir haben eigentlich soweit... Okay, hier gibt es eine verbrannte Zeitung immer noch. Schlüsselhauptquartier, hier haben wir auch alles gelöst. Hier haben wir noch nicht alles gelöst. Hier ist das Krankenhaus. Könnten wir auch mal ran, Kapitän Sanders hat eine schwere Schulterverletzung und braucht medizinische Hilfe. Genau. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt langlaufen müssen, weil wir wollen jetzt hier ins Krankenhaus. Das heißt... Ich würde sagen, wir markieren das hier erstmal, wo die Gefahr ist. Obwohl, das wird gar nicht angezeigt. Ja, wir haben gar keine Möglichkeit. Also wir müssen theoretisch zu dem Boot, ja. Dem Boot fahren. Würde ich auch sagen. So, jetzt gucken wir mal, wo war das Boot jetzt hier? Ja, oh, das ist auch... Also Orientierung ist ja ein bisschen schwierig in dem Game, finde ich. Weil ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der jetzt mächtig Orientierung hat, aber manchmal nervt das hier ein bisschen. Hier ist so ein Boot abgebildet. Soll ich denn jetzt hier aufs Dach klettern oder? Okay. Dann muss das Boot wohl auf der anderen Seite sein. Das heißt, wir laufen jetzt hier links rum. Ja, da kommen wir auch nicht weiter. Ah, da können wir durch, okay. Naja. Bin ich auch nicht ganz begeistert von. Dass wir hier so einen riesen Umweg laufen müssen. Da können wir mit denen sprechen. Sie sind der Kerl, der sich um die Probleme am Hafen gekümmert hat. Sie scheinen ein guter Spürhund zu sein. Wollen Sie sich etwas dazu verdienen? Sie bezahlen, ich arbeite. Um was geht es? Ah, ein Spürhund mit einem Riecher fürs liebe Geld. Ja. Ich heiße Vincent, aber Sie können mich Vince nennen. Finden Sie das Logbuch eines meiner Schiffe. Es heißt The Pride. Charles Reed, darf ich Ihnen diesbezüglich ein paar Fragen stellen? Sicher doch. Warum suchen Sie nach dem Logbuch? Das sage ich Ihnen vielleicht, wenn Sie den Auftrag erledigt haben. Aber im Moment müssen Sie das nicht wissen. Kein Problem. In meiner Branche kommt man nicht weit, wenn man für Diskretion kein Verständnis hat. Was können Sie mir über die Pride sagen?
Ich brauche irgendwelche Anhaltspunkte für meine Ermittlungen. Ich weiß nicht, wo sich das Schiff befindet. Jedenfalls ist der Kapitän ein Patriot und hat immer eine Fahne mit an Bord. Zuletzt war das Schiff wohl mit Chemikalien in Metallfässern beladen. Die Pride könnte tausende Meilen entfernt auf dem Meeresgrund liegen. Warum glauben Sie, dass ich das Schiff finden werde? Wäre es hoffnungslos, würde ich Sie nicht engagieren. Einheimische Trunkenbolde sagten, Sie hätten eine Barge auf der überschwemmten Straße nahe dem Fischmarkt gesehen. Gut. Ich werde mich dort umsehen und Ihnen das Logbuch des Schiffes bringen, falls ich es finde. Man sieht sich. Und wieder ein neues Auftragsangebot. Mann, 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 ey. Hier müsste es doch Richtung Schiff gehen, ne? Ja, genau. Genau, wir haben ja da vorhin angelegt und sind hier mal durchgelaufen. Aber ich würde sagen, dann fahren wir erstmal zu dem Krankenhaus. Und schauen mal, ob wir da einen Hinweis hin. Wenn wir das getan haben, machen wir dann auch Schluss. Ja, das sieht gut aus. Krass, hier liegen sogar verrottete Haie, ey. Das muss ja stinken. Ui. Was ist denn hier eigentlich drin? Haben wir hier schon? Immer so, wenn diese Zeichen hier irgendwo an der Wand sind, dann... Das kann sein, hier waren wir, glaube ich, ganz am Anfang, oder? Aber wäre ich hier mal nicht reingelaufen. Lieber weg. Rennen wir mal raus. Ah, und dann noch so ein fettes Vieh. Ich finde den Ausgang schon wieder nicht. Oh. Warum finde ich den Ausgang denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. So, unser Boot müsste hier sein. Ja, sehr gut. Dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie zum Krankenhaus kommen. Das Krankenhaus ist auf jeden Fall... Das ist die Irrenanstalt, das ist auch interessant. Genau, Captain Sanders verletzt und wir sind gerade hier. Das heißt, wir müssen dann links rum erstmal. So richtig, ne? Ja. Jetzt fahren wir den erstmal durch die Angel. Naja, egal. Mal ein kleiner Umweg, den wir jetzt fahren, aber naja, so geht's ja auch. So, jetzt die Frage, geradeaus, oder? Ja.
Okay, da geht's dann. Wenn man hier weiterfährt, wenn das hier geht, weil. Ist ja eine Brücke oder. Ich hoffe, hier auf der anderen Seite ist auch ein Boot. Ja, hier ist auch eins, sehr gut. So, jetzt kommen wir schon Richtung Krankenhaus. Das ist ja hier, ne? Ja. Jetzt noch ein Stück geradeaus. Ich würde sagen, und die nächste dann links. Ja, genau. So, jetzt nur noch geradeaus und dann müssen wir mal rechts und dann müsste da das große Gebäude sein, also das Krankenhaus. Bin ich mal gespannt. Kommen Sie näher. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Ja, hier ist das Krankenhaus. Sind auch alle Orte irgendwie an den Türen markiert, wo man rein kann? Patient oder Besucher? Warten Sie, lassen Sie Dr. Grant raten. Besucher. Auch wenn Sie ein bisschen blass sind, Sie haben nicht zufällig Kopfschmerzen, oder? Kopfschmerzen? Nein, ich habe keinerlei Beschwerden. Ach, dann sind Sie eine Ausnahme dieser Tage. Das Krankenhaus quillt förmlich über. Kürzlich eingetroffene Verletzte, ja, das könnte sein, weil das könnte der Sanders sein. Ich suche nach jemandem, der erst seit kurzem hier ist. Hat eine schlimme Verletzung. Die ganze Unfallstation ist voll mit solchen Patienten, Sir. Okay, vielleicht hilft Ihnen das hier weiter. Der Kerl hat eine tiefe Wunde von einer Axt in der Schulter. Sir, ich habe wirklich keine Zeit, mich jetzt durch Ihre Akten zu kämpfen. Aber Sie können gerne einen Blick in unser Archiv werfen, wenn es Ihnen so wichtig ist. Bestimmt kein leichter Job unter diesen Bedingungen. Brauchen Sie Hilfe? Nun, die brauche ich tatsächlich, aber Sie könnten es dabei mit Wild Beastern zu tun bekommen. Wäre das ein Problem? Ich nehme es mit jedem auf, ganz gleich ob Mensch oder Bestie. Ich helfe Ihnen. Wusste ich's doch. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Wild Beaster zu erforschen, aber benötige mehr Informationen, um zwei meiner Hypothesen zu bestätigen. Die eine bezieht sich auf die vielarmigen Kreaturen, die andere auf die speienden Humanoiden. Was haben Sie bisher über diese vielarmigen Kreaturen herausgefunden? Einer meiner früheren Patienten sah sie vor der Flut in seinen Albträumen. Leider bin ich verhindert und kann ihn nicht aufsuchen, aber er muss etwas wissen. Hier ist seine Adresse. Diese abscheulichen Würger wirken fast menschlich. Aber was könnte einen Menschen in solch ein Monstrum verwandeln? Jim Bells, einer meiner Patienten, wurde mit Symptomen eingewiesen, wie man sie von Cholera-Patienten kennt. Aber dann verwandelte er sich in eine dieser Kreaturen. Ist das zu glauben? Hier haben Sie seine Adresse. Finden Sie heraus, was passiert ist. Wiedersehen. Sehr schön. Und wieder was gelernt. Ich würde aber sagen, wir durchsuchen trotzdem nochmal das Krankenhaus.
Kordit, Schießpulver. Also wir können einige Ressourcen gebrauchen. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir uns irgendwas herstellen. Dem Schild stand auch noch was. Erste und zweite Stock, Patienten, Erdgeschoss, Empfang, Untergeschoss, Operationslager. Ich würde es auch blöd finden, wenn wir jetzt auf einmal einfach abhauen. Was ist passiert, Mr. Pete? Explosion. Mit Dynamit gefischt. Oh, sprechen schmerzt. Tut mir leid. Gute Besserung. Wiedersehen. Für Mr. Sanders war das auf jeden Fall nicht. Oh, mein Magen. Ich werde nie wieder Blutegel essen, nein, Sir. Nie, das sollte man ja auch nicht. Mann, ey. Ist das zugemauert, okay? Vielleicht finden wir ja Mr. Sanders hier irgendwo. Oh je, was ist mit Ihrer Schulter passiert? Das war ein Verrückter. Bei einer Schlägerei in der Bar. Hat mich böse an der Schulter erwischt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche nach jemandem. Kapitän Sanders. Kapitän Sanders? Nie gehört. Ich bin Joseph Willow. Vielleicht sollten Sie sich woanders umhören. Gute Besserung. Kratzen Sie mich. Bitte, bitte nur hier. Das Jucken macht mich noch wahnsinnig. Aha. Nee, lieber nicht. Der können wir auch nicht reden, aber die wirkt auch nicht so ganz frisch. Genau, weil die kannten wir ja da unten schon mit ihren Magenschmerzen. Gibt es ja eigentlich noch eine Treppe hinauf? Nee, das war's dann. Und Kapitän Sanders haben wir auch nicht gefunden. Naja, dann gehen wir erstmal runter. Merkwürdig. Warum ist er nicht im Krankenhaus? Müsste es ja auch ein Krankenhausarchiv geben, ne? Obwohl, das hat er ja uns auch empfohlen sogar. Personengruppe, Patienten, Zeitraum, Abteilung, Genesung, Bezirk, Hafen. Verletzter Patient, verletzter Patienten,
Ein Mann namens Joseph wurde laut eigener Aussage von einem Verrückten in der Bar angegriffen. Einer verletzt Patienten, ein Mann namens Pete verletzt sich laut seinen Ausgang mit Dynamit. Der Haftmeister sagt, wie Kapitän Sanders die Anlegestelle verließ, der einzige Überlebende der Kampfhandlung an der Anlegestelle 3. Personengruppe. Was natürlich sein kann, Abteilung. Behandlung. Ah! Peter Crowley, männlich, 29, aus Oakmont. Ist er vielleicht genesen? Nee. Abteilung. Hinweise aktualisiert. Okay. Den könnten wir ja vielleicht mal gucken. Fallmappe. Peter Crowley, männlich, 29, Augenmund, multiple Verbrennungen, Brüche im Brustbereich, Gesicht infolge einer Explosion. Letzte. Was haben wir hier? Okay. Keller war nichts, würde ich auch sagen. Ah, da geht's ja auch in den Keller, ne? Boah, es ist aber alles hier. Jetzt gibt's keine Hinweise mehr, oder? Alles so feucht und, oh, und regnet rein. Ein Problem? Ja, wir haben im Krankenhaus immer noch nichts gefunden. Also wir müssen da noch mal rein. Passen Sie auf sich auf. Wir haben keine freien Betten mehr. Clear Water, ja, lecker. Frage ist halt auch, warum findet man hier keine Hinweise mehr? Ich glaube, wir haben im Archiv noch nicht genug geguckt. So, Personengruppe, Patienten. Zeitraum ist erstmal egal, oder? Ja. Der Mann, der starb und sich in ein Monster verwandelte, wohnt im Moorland Road. Okay.
Dr. Grant bat mich darum, einen Laden in der Winfield Street südlich der Polaris Zentrum Bezirks aufzusuchen. Bereits vor der Flut wurde der Besitzer in Träumen vom Monster heimgesucht. Der Mann, der starb und sich einem Monster verwandelte. Feldstudien. Okay, ich verlegte ein, ihr zu helfen. Das heißt, es geht dann hier gar nicht weiter. So. St. Mary's Krankenhaus. Davis Reef Hotel. Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.